Hi, ich bin Kali. Als ich ein Kind war, lebte meine Familie in Amerika. Dad gründete eine Firma, die viel Geld einbrachte, doch eines Tages hatte er einen Unfall und starb. Mom war von Esoterik besessen und versuchte um jeden Preis Erleuchtung zu gelangen. Alles auf dieser Welt besteht aus Energie. Energie ist alles. Mom wurde in Indien geboren. Sie hat mich sogar nach einer berühmten indischen Göttin benannt. Kurz nach dem Unfall meines Vaters beschloss meine Mutter, dass wir zu unseren Wurzeln zurückkehren sollten. Wir feierten meinen 5. Geburtstag am Ufer des Gesangs. Deine Stärke liegt in deinen Haaren, Kali. Schneide sie niemals ab. Meine Haare habe ich übrigens von meinem Vater geerbt. Als ich 10 war, reichten sie mir bis zu den Knien. Immer wenn ich durch die Stadt spazierte, schauten mich die Einheimischen an, als wäre ich eine Göttin. Dank des Geldes, das Dad uns hinterlassen hat, gelang es Mom, ein Haus in einem guten Teil der Stadt zu kaufen. Sie stellte sogar 3 Dienstmädchen ein, die mir bei der Haarpflege halfen. Wir müssen negative Energien aus unserem Zuhause entfernen. Ihr müsst euch die Haare schneiden. Seltsamerweise stimmten die Mädchen den Bedingungen meiner Mutter zu. Sie begleiteten mich überall hin. Schaut sich einer diese Haare an? Was für eine wunderschöne Farbe. Ich wünschte, ich hätte solche Haare. Ohne die Hilfe der Mädels hätte ich meine Haare wahrscheinlich nicht so gut pflegen können. Sie haben dafür gesorgt, dass es einfach aussieht. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, stimmt das nicht ganz. Manchmal hatten sie auch Probleme. Ihr findet das vielleicht seltsam, aber ich bin nie zur Schule gegangen. Ich wurde zu Hause unterrichtet. Ich hatte keine Klassenkameraden, aber ich habe trotzdem tolle Freunde gefunden. Das hört sich möglicherweise verrückt an, aber meine besten Freunde waren Gewürze. Am liebsten spazierte ich über den Markt und schaute mir alle möglichen Gewürze an. Chili, Koriander, Muskatnuss, ich wusste alles darüber. Zu Hause saß ich oft in meinem Zimmer und mischte verschiedene Gewürze und versuchte, ungewöhnliche Geschmacksrichtungen zu kreieren. Einmal habe ich sogar ein Haarwuchsmittel entwickelt. Ich liebte es, beim Kochen Gewürze zu verwenden und wusste, wie man tollen Masala-Chai zubereitet. Eines Tages kamen Moms Freunde zu Besuch. Die Khans waren außer unseren Dienstmädchen die einzigen Menschen, die Mom in unser Haus ließ. Sie waren wohlhabende Mitglieder einer mächtigen Kaste. Kali, das ist Amrit. Wenn er volljährig ist, wird er das Oberhaupt seiner Familie. Schön, dich kennenzulernen, Amrit. Ebenfalls. Meine Mutter und Amrits Eltern verbrachten den Abend damit, voreinander mit uns zu prahlen. Amrit ist ein perfekter Sohn. Er ist so verantwortungsbewusst. Kali ist sehr gehorsam und sparsam. Sie wird eine ausgezeichnete Ehefrau sein. Mir gefiel nicht, was sie sagten. Und ich tat so, als hätte ich nicht verstanden, worüber sie redeten. Aber nachdem die Khans gegangen waren, versuchte Ma mit mir darüber zu reden. Schatz, du wirst bald erwachsen. Wir müssen über deine Zukunft nachdenken. Wir haben noch Zeit. Ein paar Tage später ging ich wie üblich mit unseren Dienstmädchen auf den Markt, um Gewürze zu kaufen. Kali, es ist so schön, dich zu sehen. Gibt es neue Gewürze? Natürlich. Ich habe gerade eine neue Ladung Anis erhalten. Ah. Achtung! Innerhalb von Sekunden fuhr ein Biker auf uns zu und krachte in den Stall. Ich sprang nicht schnell genug zur Seite und war voller Gewürze. Der Biker nahm seinen Helm ab und ich sah einen Jungen in meinem Alter. Seinem Aussehen nach zu urteilen, war er kein Einheimischer. Es tut mir leid, ich habe die Kontrolle verloren. Du musst für die beschädigte Ware aufkommen. Ich habe kein Geld bei mir, aber ich kann zurück ins Hotel gehen und... Als würde ich das glauben. Ich lasse dich nirgendwo hingehen. Der Junge sah so elend aus, dass er mir leid tat. Also sprach ich mit dem Verkäufer und bat ihn, schonender mit dem Kerl umzugehen. Okay, Kali, da du es bist... Danke, du bist eine Lebensretterin. Ich bin übrigens Ethan. Ethan sagte, er stamme aus Amerika, aber seine Familie reiste oft um die ganze Welt. Seine Eltern waren IT-Spezialisten und arbeiteten von überall aus. Lass uns bitte nach Hause gehen. Deine Mom wird wütend sein, wenn sie herausfindet, was passiert ist. Wir müssen deine Haare wieder in Ordnung bringen. Ethan hat mich fasziniert. Ich wollte mich noch nicht von ihm verabschieden, aber die Mädchen hatten recht. Ich dachte, wir würden uns nicht wiedersehen, aber als ich nach Hause kam, sah ich Ethan. War er uns gefolgt? Am nächsten Tag bat Mom unsere Dienstmädchen, etwas Hübsches mit meinen Haaren zu machen. Liebling, du warst in letzter Zeit so niedergeschlagen, dass ich eine Überraschung vorbereitet habe, um dich aufzumuntern. Bald kam ein Fotograf in unseren Garten. Es stellte sich heraus, dass Mom für ein Fotoshooting bezahlt hatte. Ich posierte und der Fotograf machte einige tolle Bilder von mir. Meine Haare sahen darin absolut fantastisch aus. Nachdem der Fotograf gegangen war, ging ich zurück in mein Zimmer, um meine Gewürze zu sortieren. Ich wollte gerade in die Küche gehen und Curry kochen, als ein Kieselstein gegen mein Fenster schlug. Ich schaute nach draußen und sah Ethan. Hallo Rapunzel, möchtest du einen Spaziergang machen? Natürlich habe ich das getan, aber es gab ein Problem. Mom wird mich auf keinen Fall alleine lassen. Am Ende hat Ethan mich überzeugt, rauszugehen. Als ich die Treppe hinunterging, hörte ich Moms genervte Stimme im Wohnzimmer. Kümmere dich darum. Ruf einen Elektriker. Worum ging es? Ich wartete eine Weile, aber Mom sagte nichts weiter. Also ging ich in unseren Garten und sah Ethan am Nachbarhaus stehen. Ich habe etwas mit eurem Strom gemacht.
Wir sollten ein paar Stunden Zeit haben, während sie versuchen, das Problem zu beheben. Wow, bist du ein Zauberer? Nur der Sohn von IT-Spezialisten. Spring auf. Ich stieg auf Ethans Motorrad und schlang meine Arme um ihn. Zuerst fuhren wir einfach durch die Stadt und dann zeigte ich ihm die interessantesten Orte in der Umgebung. Schließlich erreichten wir das Ufer des Ganges. Dort badete ein Elefant. Schwimmen Menschen hier mit Elefanten? Das ist eine Tradition. Wir lieben Elefanten und glauben, dass das Glück bringt. Zu meiner Überraschung zog Ethan seine Schuhe aus und ging in den Fluss. Er bückte sich und spülte sein Gesicht mit Wasser ab. Aus irgendeinem Grund fand ich das extrem süß. Dann kamen wir in einem Straßencafé an und kauften leckeres Pani Puri. Ethan erzählte mir von seinem Leben und ich hörte ihm mit offenem Mund zu. Es war, als lebten wir in verschiedenen Welten. Meine Eltern haben mir immer beigebracht, meine Freiheit zu schätzen. Sie haben mich nie zu irgendetwas gedrängt und meine Entscheidungen immer respektiert. Das klang für mich erstaunlich. Mom hat immer jede meiner Bewegungen kontrolliert. Als ich nach Hause kam, konnte ich nicht aufhören, über Ethans Worte nachzudenken. Der Strom war wieder da. Mom meditierte und hörte sich im Wohnzimmer ihre Lieblingsmantras an. Ich wartete, bis sie fertig war und versuchte, mit ihr zu reden. Ich bin jetzt erwachsen. Warum kann ich ohne die Mädchen nirgendwo hingehen? Du weißt, dass es zu deinem eigenen Besten ist. Wer sonst würde sich um deine Haare kümmern? Soll ich sie dann schneiden? Denk nicht einmal darüber nach. Wer hat dir solche Gedanken in den Kopf gesetzt? Du solltest mir immer zuhören und alles tun, was ich sage. Es mag euch seltsam vorkommen, dass ich nichts dazu gesagt habe, aber seinen Eltern zu widersprechen war in Indien nicht üblich. Am nächsten Tag ging ich spazieren. Selbstverständlich kamen auch unsere Dienstmädchen mit. Und dann sah ich ein Aufblitzen zwischen den Bäumen. Ich schaute in die Richtung und sah den Fotografen, der am Tag zuvor zu uns gekommen war. Was machte er dort? Dann kam Ethan plötzlich auf uns zu und reichte den Mädchen ein paar Kisten. Ich habe diese Armbänder in Spanien gekauft. Ich hoffe, sie werden euch gefallen. Die Dienstmädchen schauten rein und ihre Augen funkelten. Die Armbänder waren sehr schön. Könntet ihr uns etwas Zeit allein geben? Ich hätte nicht gedacht, dass das funktionieren würde, aber das tat es. Wir fuhren durch die Stadt und unterhielten uns, während wir wieder am Gange standen. Und dann brachte mich Ethan in ein Hotel und stellte mich seinen Eltern vor. Anfangs war ich sehr schüchtern, aber es stellte sich heraus, dass sie sehr nette Menschen waren und ich entspannte mich. Kali, du bist ein sehr süßes Mädchen. Du bist hier immer willkommen. Als ich nach Hause kam, war Mom außer sich und meckerte wie nie zuvor. Sie fand heraus, dass ich weggelaufen war und schimpfte erst mit unseren Dienstmädchen und dann mit mir. Ich habe Besseres von dir erwartet. Ich will einfach mehr Freiheit. Ist es nicht seltsam, dass ich ohne deine Erlaubnis nirgendwo hingehen kann? Süße, du weißt, ich will nur das Beste für dich. Die Welt ist voller schlechter Menschen und negativer Energie. Solange du mir zuhörst, wird es dir gut gehen. Am nächsten Tag lud Mom Amrit zu uns nach Hause ein. Geht spazieren. Niemand wird euch stören. Zu meiner Überraschung blieben unsere Dienstmädchen zu Hause. Amrit und ich gingen zu denselben Orten, die ich kürzlich mit Ethan besucht hatte und nun ja, ich war zu Tode gelangweilt. Meine Kaste ist mir äußerst wichtig. Ich denke, Indien ist das beste Land der Welt. Kannst du es mit anderen vergleichen, weil du schon mal dort gewesen bist? Nein, aber ich liebe das Land, in dem ich geboren wurde. Aber du warst nirgendwo anders. Das Leben in anderen Ländern könnte viel besser sein, weißt du? Ich habe das Gefühl, dass ich hierher gehöre. Ich habe nur aus Höflichkeit mit Amrit gesprochen. Ich wollte seine Gefühle nicht verletzen. Als er mich nach Hause begleitete, atmete ich erleichtert auf. An diesem Abend war ich auf dem Weg zu meinem Zimmer, als ich versehentlich das Gespräch unserer Dienstmädchen hörte. Schon wieder? Sie hat uns seit Monaten nicht bezahlt. Wir arbeiten so hart und schneiden uns sogar die Haare, aber wir haben nichts davon. Das ließ mich innehalten. Wir hatten noch nie Geldprobleme. Hatte sich etwas geändert? Ich ging sofort zu Mom und fragte sie danach. Wenn wir nicht genug Geld haben, kann ich einen Teilzeitjob finden. Ich könnte Gewürze verkaufen. Vergiss es, Geld ist nicht wichtig. Darüber nachzudenken ist unter dir. Am nächsten Morgen sah ich, wie Mom am Tor mit einem Mann sprach. Als ich näher kam, lächelte sie mich an. Kali, das ist ein alter Freund von mir, Mr. Williams. Der Mann warf mir einen seltsamen Blick zu und ich fühlte mich unwohl. Wer war er? Warum hatte Mami nie erwähnt? Amrit kommt bald vorbei, ihr zwei solltet einen Spaziergang machen. Ich wollte nicht noch einmal mit Amrit rumhängen. Und als ich ein bekanntes Motorrad in der Nähe sah, zögerte ich nicht. Anstatt auf Amrit zu warten, lief ich mit Ethan davon. Er fuhr mich an den Stadtrand und hielt plötzlich an. Erst in diesem Moment fiel mir auf, dass Ethan gedankenverloren und angespannt wirkte. Alles in Ordnung? Es gibt etwas, das du sehen musst. Ethan zeigte mir einen Artikel im Internet und ich sah Fotos von mir. Die Bilder, die der Fotograf in unserem Garten aufgenommen hatte und auch von mir, wie ich die Straße entlang ging. Was mich aber am meisten schockierte, war der Artikel. Hier steht, dass ich einen Weltrekord als Person mit den längsten Haaren aufstellen möchte. Das habe ich nie gesagt. Das ist nicht alles. Deine Fotos werden verwendet, um Haarprodukte von Mr. Williams zu bewerben. Mein Herz sank und ich war sprachlos. Mom redete die ganze Zeit über Spiritualität und fand die
verdiente gleichzeitig Geld mit mir. Das verärgerte mich zutiefst und ich bat Ethan, mich nach Hause zu bringen. Als ich hineinging, hörte ich, wie Ma mit Mr. Williams sprach. Ein einfaches Foto reicht nicht aus. Wir sollten einen Werbespot drehen. Natürlich, aber das kostet extra. Würde es dir etwas ausmachen, das zu erklären? Süße, es ist nicht das, was du denkst. Mom versuchte, Ausreden zu finden, aber sie klangen lächerlich. Du hast mich die ganze Zeit angelogen. Ich fühlte mich enttäuscht und konnte nicht glauben, dass Mom das getan hatte. Auf dem Weg nach oben in mein Zimmer blieben meine Haare an etwas hängen. Und das war für mich der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Das war's. Ich hatte genug. Nein! Ein Schnitt und... Was hast du getan? Mom explodierte wie ein Schnellkochtopf, als ich mir die Haare schnitt. Sie ergriff meine Hand und zerrte mich in mein Zimmer. Wie konntest du das tun? Du bist jetzt nutzlos. Ich habe so viel Mühe in deine Haare gesteckt. Tränen stiegen mir in die Augen. Mir wurde klar, dass sie es liebte, mit mir Geld zu verdienen, sich aber nicht für mich interessierte. Von nun an bleibst du zu Hause. Sobald du 18 bist, wirst du Amrit heiraten. Seine Familie ist stinkreich. Mom ging und schloss mich in meinem Zimmer ein. Ich fiel aufs Bett und brach in Tränen aus. Es fühlte sich an, als wäre ich in einem lebenden Albtraum gefangen. Ich habe bis zum Abend geweint und dann, als ich aus dem Fenster schaute, sah ich Ethan und erzählte ihm alles. Meine Familie reist morgen früh zurück nach Amerika. Komm mit uns. Ethans Angebot schien verrückt, aber zu Hause zu bleiben, schien noch verrückter. Ich wollte nicht länger so leben und beschloss, alles zu riskieren. Ich nahm ein paar Laken aus dem Schrank, band sie zusammen und warf ein Ende des Seils aus dem Fenster. Als ich herunterkletterte, rutschte meine Hand aus. Ich begann zu fallen, aber Ethan fing mich auf. Wir haben ein Problem. Ich bin noch keine 18 und meine Mutter hat alle meine Dokumente. Ethan wollte gerade etwas sagen, doch dann huschten drei Schatten an uns vorbei. Ich drehte mich um und sah meine Dienstmädchen. Wir waren erledigt, sie würden jetzt Mom rufen. Hier, nimm das und geh. Wir wollen nicht mehr Teil davon sein. Was deine Mutter tut, ist schrecklich. Viel Glück, wir denken an dich. Ihre Hilfe kam für mich völlig überraschend. Wir umarmten uns zum Abschied. Als wir am Flughafen ankamen, fügten mich Ethans Eltern der Passagierliste hinzu. Carly, es ist geschafft, du kannst jetzt mit uns kommen. Ich war wirklich aufgeregt. Bald kamen wir in Amerika an. Washington begrüßte uns mit sonnigem Wetter. Als wir durch die Stadt fuhren, steckte ich meinen Kopf aus dem Fenster und starrte auf die Wolkenkratzer. Ethans Eltern erlaubten mir, bei ihnen zu bleiben. Ein neues Kapitel meines Lebens begann. Es dauerte einige Zeit, aber ich gewöhnte mich schnell an das neue Land und seinen verrückten Rhythmus. Eines Tages ging ich spazieren und stieß zufällig auf einen kleinen indischen Warenladen. Natürlich bin ich sofort hineingegangen. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Die Besitzerin des Ladens erwies sich als eine sehr angenehme Frau. Ihr Name war Mrs. Gray und sie stammte ebenfalls aus Indien. Ihr Laden lief in letzter Zeit nicht besonders gut. Es fiel ihr schwer, alles allein zu machen, aber sie hatte nicht genug Geld, um jemanden einzustellen. Ich bot ihr meine Hilfe an und Mrs. Gray nahm sie an. Jeden Tag kam ich in den Laden, räumte auf, sortierte die Gewürze und legte sie aus. Auf meine Bitte hin erstellte Ethan eine Website für den Laden und begann, ihn zu bewerben. Bald nahm das Geschäft Fahrt auf. Das alles ist dir zu verdanken. Ich möchte, dass du den Laden leitest. Nach einer Weile habe ich etwas Geld gespart. Ich wollte es Ethans Eltern geben, aber sie lehnten ab. Du bist ein Teil unserer Familie. Wir werden niemals Geld von dir nehmen. Als ich das hörte, war ich sehr berührt. Diese Leute waren jetzt wirklich meine Familie. Aber eines Tages musste ich mich erneut meiner Vergangenheit stellen. An diesem Tag ging ich nach draußen und... Mom? Oh, Carly, wie konntest du mich verlassen? Unser Haus wurde versteigert und ich hatte kein Geld. Ich musste mir etwas von den Karns leihen, um hierher zu kommen. Es stellte sich heraus, dass Mom mich über den Gewürzverkäufer gefunden hatte. Als Ethans Eltern ihm die Verluste erstatteten, hinterließen sie ihm eine Visitenkarte. Ihre Adresse stand darauf. Mom sah mich mit tränenreichen Augen an. Ich ärgerte mich immer noch über sie, konnte ihr aber nicht einfach sagen, sie solle gehen. Sie war meine Mutter. Also habe ich von meinen Ersparnissen eine kleine Wohnung für sie gemietet. Als Mom herausfand, dass ich ein Geschäft betrieb, meldete sie sofort freiwillig, um mir zu helfen. Ich möchte es wieder gut machen. Sie hat mir wirklich sehr geholfen. Jeden Tag fegte sie den Boden, putzte die Fenster und ordnete die Gewürze in den Regalen. Eines Tages war ich kurz nicht da und als ich zurückkam, stand Mom bereits hinter der Theke. Sie sollten diese Elefantenstatuette kaufen. Sie wird ihre Aura reinigen. Es ist wichtig, auf ihre Energie zu achten. Ich nahm Mom sofort zur Seite und sagte ihr, dass sie Kunden nicht so behandeln könne. Du solltest auch über Spiritualität nachdenken. Wann hast du das letzte Mal deine Aura gereinigt? Wie ihr vielleicht schon erraten habt, war Moms Besessenheit von Spiritualität schlimmer denn je. Ich versuchte, ruhig zu bleiben und geduldig zu sein. Einige Tage später war mein Geburtstag. Ethan und seine Eltern gaben mir frühmorgens Geschenke. Sie sagten, sie hätten eine Überraschung für mich und baten mich mitzukommen. Mom blieb im Laden. Wir kamen in einem gemütlichen Restaurant an. Ethan hatte bereits einen Tisch für uns reserviert. Ein Kellner brachte mir eine Geburtstagstorte und an diesem Abend schauten wir uns gemeinsam das Feuerwerk
an. Das ist fantastisch. Vielen Dank. Endlich wurde ich 18 und war offiziell frei. Plötzlich klingelte mein Handy. Es war Mrs. Gray und sie war nicht glücklich. Ich habe dir vertraut und du hast mich bestohlen. Ich war schockiert über solche Anschuldigungen. Als ich im Laden ankam, war Mrs. Gray bereits da. Es stellte sich heraus, dass kürzlich viel Geld aus ihrem Laden gestohlen worden war. Ich überprüfte die Daten und stellte fest, dass das Geld an den Tagen verloren ging, an denen Mom arbeitete. Könnte sie es getan haben? Mrs. Gray sagte meiner Mutter, sie würde zur Polizei gehen und Mom gab alles zu. Carly, du hast wirklich nicht geglaubt, dass ich damit zufrieden sein würde, so zu leben, oder? Ich brauche Geld, um unser Haus in Indien zurückzukaufen. Natürlich wurde Mom gefeuert und musste das ganze Geld an Mrs. Gray zurückgeben. Schon bald kehrte Mom nach Indien zurück. Es stellte sich heraus, dass sie genug Geld für ein Rückflugticket hatte. Ich zog in die Wohnung, die ich für sie gemietet hatte. Nach einer Weile gelang es Ethan und mir, Mrs. Grays Laden in eine Kette umzuwandeln. Wir waren wie Bruder und Schwester und verstanden uns perfekt. Ich lebte gerne in Amerika, entschied mich aber schließlich, nach Indien zurückzukehren. Es war so lebendig und das habe ich vermisst. Sobald ich ankam, beschloss ich, ein paar Gewürze zu kaufen. Ich stand am Ufer des Ganges und starrte zum Horizont, als eine Hand auf meine Schulter fiel. Ich drehte mich um und sah Amrit. Als sich unsere Blicke trafen, schien die Zeit stehen zu bleiben. Es war Sonnenuntergang und die Sonne malte den Himmel scharlachrot. Wie schneidet Indien im Vergleich zu anderen Ländern ab? Du hattest recht, es ist großartig. Ich hatte das Gefühl, als würde uns irgendwo oben im Himmel die Göttin Kali anlächeln.